Aussage, in wenigen Jahren soll Deutschland nur noch grüne Energie verbrauchen. Im Jahr 2035 sollen keine Verbrennerfahrzeuge mehr hergestellt werden. Aussage. Jetzt die Frage. Und vielleicht hatte ich das zu Beginn nicht so klar und deutlich gesagt. Es wäre schön, wenn wir zuerst mit Ja und Nein antworten und dann mit Ja und Nein wissen wir, ob wir dieser Aussage zustimmen oder dagegen sind. Und dann in der Erklärung beim Countdown nachher sagt das Wasser auch was dazu. Jetzt meine Frage. Denken Sie, Herr Dahlemann, dass Deutschland seine Ziele unter den gegenwärtigen Bedingungen erfüllen kann? Ja, weil der politische Druck uns dazu führt, dass wir bei einem Themenfeld, was wir vielleicht in den letzten Jahren nicht entschlossen genug angepackt haben, noch entschlossener handeln. Ich will Ihnen sagen, bei all den Verhandlungen um Nord Stream 2, dieses Thema scheint Sie ja alle in einem besonderen Maße anzusprechen, mich übrigens auch, weil es mich viel Lebenszeit in den letzten Monaten gekostet hat. Ich will Ihnen sagen, dieses Projekt ist immer darauf ausgerichtet gewesen, dass diese Infrastruktur wasserstofffähig ist. Und die Wasserstofffähigkeit des Küstenlandes Mecklenburg-Vorpommern, die Chance daraus, dass das, was energieintensiv gebraucht wird, in diesem Land auch eine Antwort darauf findet, ist eine riesengroße. Und deswegen ist es auch gut, dass parteiübergreifend Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, Markus Söder und Manuela Schwesig, entschlossen in dieser Frage zusammenarbeiten, wie wir Genehmigungsverfahren beschleunigen können. Ich bin mir bei der Frage sicher, dass vor allem die Verbrennergeschichte eine soziale Frage in unserem Land darstellt. Echt, ja? Wer kann sich denn den Elektrowagen, den Hybrid, den Tesla bei uns in der Region leisten? Für wen stellt es denn tatsächlich einen finanziellen Vorteil dar, dass das eine 0,5%-Regel ist? Diese soziale Härte ist für uns eine ganz, ganz knallharte politische Frage. Und deswegen müssen wir das auch so austarieren, dass es für die Männer und Frauen, die in unserem Land täglich auf dem Weg zur Arbeit auf das Auto angewiesen sind, auch Möglichkeiten der Überbrückung gibt. Dennoch, der politische Holzhammer in der Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der wird unser Land zukunftssicherer machen und er wird uns allen miteinander Kraft kosten, der wird uns aber auch gut zu Gesicht stehen. In diesem Land sind allein 14.000 Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien entstanden. Mecklenburg-Vorpommern ist einer der Vorreiter. Und Schwierigkeiten bei Nordex sind nicht entstanden, weil die Männer und Frauen, die dort harte Arbeit machen, zu doof sind, ihren Job zu verrichten, sondern weil die Politik in der Frage von Planung, Genehmigung und Beschleunigung nicht zügig genug vorangekommen ist. Das werden wir mit Kraft voranbringen. Klare Ansage, mit Ja geantwortet. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, wir haben nur diese eine Welt und wir sehen jedes Jahr, auch im letzten Jahr, was gerade so passiert mit den Polen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es irgendwann das nicht mehr geben. Deshalb ist die Entscheidung, darüber nachzudenken, sehr wichtig. Und die Frage war ja, ob der gegenwärtigen Bedingungen wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wissen, wenn Sie sich ein E-Auto kaufen wollen, hätten Sie zurzeit in den meisten Wohngebieten gar keine Möglichkeit, dieses E-Auto zu laden oder andere Dinge hinterher hinaus. Deshalb sind wir gespannt, wie Herr Komnik, Sie sind jetzt an der Reihe auf der Frage oder auch zu der Frage antworten. Denken Sie, dass Deutschland diese Ziele unter den gegenwärtigen Bedingungen erreichen kann, mit den Verbrennerfahrzeugen einstellen und ab den nächsten Jahren komplett grüne Energie zu verbrauchen? Also ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, dass es deshalb nicht möglich ist, weil wir mit sogenannter grüner oder wie man es auch nennt, erneuerbarer Energie unser Energiebedarf überhaupt gar nicht abdecken können. Wir wissen, dass Photovoltaik und wir wissen, dass Windkraft nicht grundlastfähig sind. Und deshalb haben wir ja letztlich das Problem, dass wir grundlastfähige Energie brauchen. Und grundlastfähige Energie bekommen wir eben nur mit fossilen Energieträgern, bekommen wir aber eben auch mit der Nutzung von moderner Kernkraftenergie. Und deshalb wollen wir gar nicht, dass Verbrennermotoren abgeschafft werden. Die deutsche Mobilindustrie, eine der führenden Industriezweige in Deutschland, war immer Weltmarktführer und soll es, wenn es nach der AfD geht, auch bleiben. Denn wir wissen, dass ein moderner Diesel hat in der CO2-Bilanz angefangen von der Produktion bis hin zur Verschrottung
eine viel bessere CO2-Bilanz als ein E-Auto. Und machen wir uns nichts vor. Ein E-Auto. Für ein E-Auto brauchen wir seltene Erden. Für ein E-Auto brauchen wir Rohstoffe, die Deutschland auch nicht hat. Die woanders in der Welt, manchmal auch durch Kinderarbeit, abgebaut werden. Und deshalb sind wir der Ansicht, dass die Lösung eben gerade nicht Elektroenergie ist, sondern wir müssen wieder zurück zu fossilen Energieträgern und wir müssen wieder zurück zur Kernenergie. Wir wollen also das Ziel, was Sie gerade gefragt haben, ob es möglich erscheint, dass das eingehalten wird, wir wollen es gar nicht erreichen. Und ich denke, wir sollten darüber nachdenken, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Jawohl! Okay, klare Antwort, obwohl da, glaube ich, gibt es genauso viel kontroverse Meinung dazu, weil einfach so weitermachen ist da eben schwierig. Fossile Brennstoffe sind auf Dauer nicht verfügbar und die Energien, die neuen Energien werden wir benötigen, um dieser Welt eine Möglichkeit zu geben, auch über Jahre weiterzuführen. Herr Amthor, warten Sie mal, da fällt das Mikro. Jetzt. So, jetzt geht's. Ich glaube nicht, dass Elektromobilität irgendwie die Lösung all unserer Probleme ist. Und ich glaube auch nicht, und da bin ich ganz klar, ich glaube nicht, dass wir mittelfristig nur mit Wind, mit Sonne und mit ein bisschen Kuhmist ein modernes Industrieland bleiben. Das wird nicht reichen. Wir brauchen grundlastfähige Energie. Ich sage Ihnen aber auch in aller Klarheit, einen noch größeren Wohlstandsverlust für uns als Staat würde es bedeuten, mehr noch als diese Energiekrise, wenn wir uns aus der internationalen Staatengemeinschaft und aus dem Freihandel völlig verabschieden würden, aus solchen Konsensvereinbarungen, wie sie insbesondere auch zum Thema Klima unterwegs sind. Deutschland ist nicht allein in der Welt und ich kann Ihnen sagen, wenn Deutschland als Land so allein wäre und alle solche Insellösungen in den Grenzen Deutschlands getroffen würden, wie es die AfD wollte, dann würden wir uns zurückversetzen in wirtschaftliche Kräfte von vor hunderten Jahren. Da sind wir nicht in moderner Wirtschaftswelt unterwegs. Deswegen ist es wichtig, dass wir beim Thema Klima international zusammenarbeiten. Aber ich sage Ihnen auch, was nicht geht und was wir nicht schaffen werden, ist die Pariser Klimaziele zu erreichen, immer nur mit Verboten. Das ist typisch grüne Ideologie. Hier erst der ideologische Kampf gegen die Kernkraft der Grünen, jetzt der ideologische Kampf der Grünen gegen den Verbrennermotor. Das ist der falsche Weg. Wir müssen auf Technologieoffenheit setzen. Das ist Inhalt auch der Forderung, die wir als CDU und CSU Bundestagsfraktion auch in den Deutschen Bundestag eingebracht haben. Synthetische Kraftstoffe, Biofuels, da gibt es eine ganze Möglichkeit. Der Verbrenner wird sich ändern, das wollen auch die Automobilkonzerne. Aber es geht nicht, dass wir einfach ideologisch glauben, wir setzen allein auf Elektromobilität. Und eins will ich Ihnen noch sagen, das Perverse ist ja, dass die Leute, die glauben, Elektromobilität löst alle Probleme, dann dagegen sind, dass wir Elektrizität in unserem Land erzeugen. Man kann doch nicht sagen, wir importieren dann immer mehr Strom und die Teslas, die dann überall fahren sollen, werden geladen mit Atomstrom aus Frankreich, Polen und Tschechien. Das ist grüne Doppelmoral und die lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Es gibt eine dritte Frage zum Thema Energie. Ich weiß gar nicht, nachdem wir jetzt die ersten beiden gehört haben, ob ich die überhaupt noch stellen will. Es geht darum, ist es überhaupt noch vermittelbar? Wir öffnen weitere Braunkohletagebaus, siehe Lützerath. Wir sind auf einmal für LNG-Terminals und Lokomotiven und anderen Geschichten. Und die Nutzung der Atomenergie, die forcieren oder die Entwicklung treiben wir nicht voran. Ist das nicht der falsche Weg, den wir in Deutschland betreiben, so wie andere? Ich glaube, auf diese Frage haben wir ja eben eigentlich schon eine Antwort gehört, was eben unterschiedliche Meinungen dazu gibt, zu der Nutzung der Atomenergie, zu LNG-Terminals, zu, ja, die werden eben hier in zwei Standorten, einmal in Lubmin am Sonntag tatsächlich eröffnet, wo wir immer sagen, mit den Problemen, die dort auftreten, muss man auch umgehen können in der Region. Aber es sieht wohl so aus, dass wir zurzeit keine andere Alternative haben. Und das Öffnen der Braunkohletagebau ist ja auch schon vor vielen Jahren entschieden worden. Muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Gut. Das nächste Thema ist Inflation. Ja,
Jetzt erzählen Sie mir nichts, Sie kriegen das nicht mit, dass alle irgendwie, egal wo, und mein Bäckerbrötchen ist so ein typisches Beispiel, weil ich eben jeden Morgen zwei davon kaufe und heute Morgen erschrocken war, dass es eben 1,13 Euro kostet, wo es dann noch vor 14 Tagen nur 1 Euro gekostet hat. Aber das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Es geht ja in jedem Bereich dabei, egal. Und deshalb auch diese Einführung und die Frage dazu an unsere drei Kandidaten. Der Anstieg der Zinsen, die hohen Energiepreise und die außenpolitischen Beeinträchtigungen der Weltwirtschaftskreislaufes nimmt jeder Bürger wahr. Fast. Jetzt die Frage und erst wieder bitte mit Ja oder Nein und dann dazu die Äußerung. Sehen Sie die Gefahr des Verlustes der deutschen Wirtschaft? Herr Amthor darf beginnen. Ja, ich sehe die Gefahr zunehmender wirtschaftlicher Verluste in unserem Land. Aber nein, ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass das ganze Wirtschaftssystem zusammenbricht. Man hat sich jetzt mehr schlecht als recht ja auf einige Entlastungsmaßnahmen geeinigt. Aber vieles davon kam natürlich zu spät. Friedrich Merz hat im Deutschen Bundestag richtig darauf hingewiesen, dass man die Winterreifen eigentlich im Oktober und nicht erst zu Ostern braucht. Viele der ganzen Maßnahmen wurden aber groß besprochen, groß diskutiert. In der Umsetzung hat es dann aber zu lange gedauert. Und ich will Ihnen auch sagen, viele der Entlastungen sind überhaupt nicht zielgenau. Ich habe mich zum Beispiel auch persönlich geärgert, diese pauschale Entlastung 300 Euro für alle, auch für Bundestagsabgeordnete, für Spitzenverdiener, das ist aus meiner Sicht falsch. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, dieses Geld für eine Kinderhospizarbeit zu spenden, was ich richtig finde. Denn diese Entlastungsarbeit wäre richtig gewesen, meine Damen und Herren, wenn wir gesagt hätten, nicht 300 Euro für alle und für Topverdiener, sondern 1000 Euro für die, die es wirklich brauchen, meine Damen und Herren. Das wäre eine richtige und zielgenaue Entlastung gewesen. Und hinzu kommt, wir können jetzt über die Details einzelner Entlastungspakete sprechen. Da ist die Bundesregierung mit uns und mit den Ländern ja auch in mancherlei Hinsicht übereingekommen. Ich will Ihnen aber sagen, was mich am meisten stört an der aktuellen Bundesregierung, das ist die Außenwirkung an die Bevölkerung und an die Wirtschaft, an die Märkte, dass es diese Regierung nicht im Griff hat. Früher haben wir die Situation gehabt in der Staatsschuldenkrise, in der Eurokrise, wo auch viel schiefgelaufen ist. Aber wenn Angela Merkel und Peer Steinbrück da vor die Kameras getreten sind und gesagt haben, ihre Spareinlagen sind sicher, dann hat das dazu geführt, dass Beruhigung eintrat. Heute kostet jedes Interview von Herrn Habeck, jeder Auftritt des Bundeskanzlers führt zu mehr Verunsicherung statt zu Beruhigung. Und das ist ein erhebliches Problem. Wir gewinnen den Eindruck, diese Bundesregierung hat die wirtschaftliche Lage eben nicht im Griff. Hier braucht es Expertise. Alle Entscheidungen werden outgesourced in irgendwelche Expertengremien. Da muss ich Ihnen sagen, ich würde mir wünschen, dass wir eine Bundesregierung haben, die nicht für alles Expertengremien bemühen muss, sondern selbst Experten in ihren eigenen Reihen hat. Das müsste der Anspruch sein. Gut. Da oben in der Bundesregierung sitzen Experten, obwohl... Ja, ich war ja noch nicht fertig. Ich hatte als normal denkender Mensch immer gedacht, dass man, wenn man als Verteidigungsministerin verantwortlich ist für eine Bundeswehr, dass man zumindest bei der Bundeswehr gewesen sein muss. Aber ich wurde belehrt, dass das nicht der Fall ist. Wenn man Landwirtschaftsminister ist, muss man die Fruchtfolge auch gar nicht kennen. Oder vielleicht doch. Ich will damit nur sagen, darüber lässt sich streiten, aber zumindest sollte neben einem Minister ein Beraterteam sein und dort Fachkompetenz sein. Davon können wir schon mal ausgehen. Die Frage jetzt auch gestellt an Herrn Dahlemann. Wie wird die Inflation, nein, ich bin nochmal nach oben, der Anstieg der Zinsen, der hohen Energiepreise, wie sehen Sie die Gefahr des Verlustes der deutschen Wirtschaft? Ja oder nein? Wenn ja, kurze Erläuterung und wenn nein, auch dazu. Die Gefahr für die deutsche Wirtschaft muss uns umtreiben. Noch mehr treibt mich aber ehrlicherweise die Gefahr für diese massive Wohlstandsverteilung in unserem Land um. Kein Ja und kein Nein. Das wollte ich hören. Habe ich nicht gehört. Entschuldigung. Die Wohlstandsverteilung trifft ja aktuell diejenigen, die schon in den letzten Jahren im niedrigen Einkommensbereich hart dafür gearbeitet haben. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch sagen, dass es richtig ist, dass diese Bundesregierung entschlossen als eines ihrer ersten politischen Maßnahmen die Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg gebracht hat. Dass es richtig ist, ja, ganz ehrlich, da können Sie drüber lachen, aber ob jemand mit 10 Euro nach Hause geht oder mit 12,50 Euro, das ist ein Unterschied. Und all die Auswirkungen, die uns dafür versprochen wurden, die sind nicht eingetroffen. Wie ironisch ist es denn, dass die Regierung,
Region in Deutschland, die am meisten von diesen Maßnahmen profitiert, heute an dieser Stelle hämisch und arrogant lacht. Das müssen Sie sich doch hier mal fragen. Ich bin dafür eingetreten. Und ich sage Ihnen auch, das reicht nicht. Wir brauchen auskömmliche Löhne. Wir brauchen Entlastungen von den Spitzen. Die Gas- und die Strompreisbremse wirkt bei uns allen, meine Damen und Herren, bei anderen Heizformen eine Lösung zu schaffen. Dieses Land hat einen Nachtragshaushalt von 1,1 Milliarden auf den Weg gebracht, damit es nicht den kleinen und Mittelstand trifft, damit es nicht auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Darum geht es nicht um die ideologische Debatte, die Sie hier jetzt gerade mit mir führen wollen, sondern das Lösen der Probleme, die die Menschen, die heute zu Hause geblieben sind, die hier nicht auf diesem Marktplatz stehen, die das von uns erwarten. Ein Satz noch in Richtung, was Olaf Scholz angeht. Bei allem Respekt, lieber Philipp, ich schätze dich sehr. Aber es war Friedrich Merz, der noch im März ein Gasembargo gefordert hat. Daran hat sich die Bundesregierung nie beteiligt. Das hat unsere CDU in diesem Land mitgemacht. Das sind die Dinge, da muss ich der CDU jede staatspolitische Verantwortung absprechen. Das macht es an der Stelle nicht besser. Deswegen, wir konzentrieren uns darauf, Härten abzufedern. Daran können Sie uns messen und da werden wir in diesem Jahr auch gut mit durchkommen. Wenn ich über 10.000 Euro ziehe, dann kann ich nur noch ausfahren. Inflation, steigende Preise, ein Thema, was uns immer in den nächsten Tagen und Wochen begleiten wird. Die letzte Frage oder die gleiche Frage auch nochmal an den Kommendeck, bevor wir dann sehen, aber ich denke, auch da erstmal das Ja oder Nein. Sehen Sie die Gefahr des Verlustes der deutschen Wirtschaft? Und wenn ja oder nein, warum? Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass die Wirtschaft arge Probleme hat. Nicht nur wegen der Inflation, sondern eben wegen der Gründe, warum die Inflation eingetreten ist. Das ist zum einen natürlich die Energiekrise, das sind die steigenden Energiekosten, die einen ganz wesentlichen Teil der Inflation ausmachen. Wir haben inzwischen eine durchschnittliche Inflation von knapp 10%, einige sagen auch schon über 10%. So hoch war die Inflation seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht. Und da muss man sich fragen, warum? So eine Inflation fällt nicht vom Himmel. So eine Inflation wird durch falsche Politik gemacht. Und diese falsche Politik, die haben die Parteien zu vertreten, deren Vertreter hier beide neben mir stehen. Und ich will, auch wenn ich Herrn Dahlemann selten recht gebe, aber ja, es ist so. Friedrich Merz hat tatsächlich im März 2022 bereits gefordert, dass wir ein Gasembargo gegen Russland verhängen. Und heute stellt sich Philipp Amthor hier hin und meint, naja, gut, Putin hat ja kein Gas mehr geliefert. Ja, Putin hat tatsächlich kein Gas mehr geliefert, aber doch erst, nachdem gegen Russland die anderweitigen Sanktionen verhängt worden sind. Ja, was stellt man sich denn vor? Man bestraft einen Staat und wundert sich dann, dass er dann dicht macht und nicht mehr will. Und im Übrigen, Nord Stream hätten wir lange aufdrehen können. Das Gas stand an in Lubmin. Ja, der hätte es nur jemanden bedurft, der den Hebel umlegt und das Gas wäre da gewesen. Inflation kommt aber eben auch daher, weil wir eine Währung haben, die nicht hart genug ist für Deutschland, die aber viel zu hart ist für die Südländer. Wir alle können uns daran erinnern, dass Ende der 2000er Jahre es eine Euro- und eine Zinskrise gab, eine Schuldenkrise gab, dass wir Deutschen letztlich die überschuldeten Südländer gerettet haben, dadurch, dass immer mehr Geld gedruckt wurde. Dieses Gelddrucken muss endlich aufhören. Wir müssen wieder eine stabile Währung bekommen, erst recht hier für Deutschland. Gut, Herr Kommendeck, dann wollen wir gleich bei Ihnen rückwirkend anfangen bei der nächsten Frage in umgekehrter Reihenfolge. Wird dann die Inflation in den nächsten Monaten an Fahrt verlieren? Prognose? Sie sagen. Wenn ja, was wird Ihre Partei dazu beisteuern? Nein, ich glaube, dass die Inflation unter dieser Bundesregierung nicht zurückgehen wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Energiepreise weiter steigen werden. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Energie deshalb teurer wird, weil wir eben irgendwann aus der Kernkraft aussteigen werden. Im Moment ist April 2023 angesagt. Wir werden sehen,
Und ich glaube, die Realität wird die Bundesregierung einholen, dass wir weiterhin Kernkraftwerke betreiben werden müssen. Ich glaube aber, dass die Bundesregierung eben den Hebel, was die Inflation angeht, noch nicht umgelegt hat. Ja, wir haben im Moment durch die EZB höhere Zinsen und die Zinsen werden auch mehr steigen. Aber dennoch wird es so sein, dass alles in Deutschland teurer wird. Es wird deshalb teurer werden, weil wir in Deutschland weniger produzieren können aufgrund der hohen Energiepreise und deshalb letztlich alles, weil die Industrie teurer produzieren muss, auch letztlich die Verbraucherpreise in die Höhe schießen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Inflation, die betrifft ja diejenigen, die täglich zur Arbeit gehen, die Sparvermögen angehäuft haben für die Rente, diejenigen, die viele Schulden haben, die großen Unternehmen, die Finanzunternehmen, die Staaten, die hochverschuldet sind, für die ist Inflation gut. Denn letztlich wird mit der Geldentwertung natürlich auch die Schulden entwertet. Sie gehen runter, aber diejenigen, die täglich arbeiten und die, wie gesagt, sich für die Rente Geld angespart haben, die werden die Verlierer dieser Inflation sein. Wenn es nach uns gehen würde, würden wir die Inflation dadurch stoppen, dass wir wieder ein vernünftiges Zinsniveau bekommen, wir würden Einfluss auf die Europäische Zentralbank nehmen. Wenn die Europäische Zentralbank dann trotzdem dicht macht, dann wird uns nichts anderes helfen, als aus dem Euro auszusteigen. Das ist eine völlig falsche Frage an die Politik und jeder Politiker, der den Eindruck erwecken würde, der könnte diese Frage beantworten, der lügt, weil er es nicht wissen kann. Und ich sage Ihnen, diese Frage treibt mich um. Wir sind als Land in diesen Tagen in den Beratungen. Wie stellen wir den nächsten Haushalt an? Viele, die hier sind, der Bürgermeister von Ueckermünde, die Bürgermeisterin von Torgelow, andere, Sie genauso wie jeder einzelne Bürger haben große, große Bauchschmerzen, wie das weitergeht. Und das ist eine extrem gefährliche Spirale, die sich dann auch in Gang setzt. Und diese Spirale kann nicht immer weiter nach oben gehen. Deswegen sage ich Ihnen, hält die Inflation an, muss der Staat, und ich finde, das ist die Erwartungshaltung, die Sie haben dürfen, mit aller Kraft, mit Instrumenten gegensteuern, dass die nicht den Härten der Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger durchschlägt. Dazu zählt Entlastung für die Rentnerinnen und Rentner. Ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen. Die mussten wir hart nachverhandeln, ja. Die mussten wir erkämpfen, aber sie war richtig, dass es sie gab. Und wenn wir staatliche Hilfsleistungen auf den Weg bringen, dann ist es auch richtig, dass die am Ende auch über die Einkommensteuer geltend gemacht werden. Ich will Ihnen sagen, Herr Komning, Herr Amthor und ich bekommen zu Recht viel, viel weniger staatliche Hilfsleistung als die übergroße Masse der Bürgerinnen und Bürger, weil wir diese Instrumente versteuern. Und das halte ich für den richtigen Grundsatz. Der Chefarzt bekommt weniger Hilfe als die Krankenschwestern. Das ist ein Grundsatz, der dafür auch gelten muss. Wir sollten also weiter hohe Preise im Lebensmittelbereich anhalten, werden wir gemeinsam mit den anderen Bundesländern, gemeinsam mit der Bundesregierung dafür streiten. Aber, und das will ich abschließend sagen, ich habe schon die Hoffnung, dass das, was sich gerade im Ölsegment tut, dass wir allmählich auch wieder fallende Preise erleben beim Heizölpreis, dass sich das auch für andere Energieformen fortsetzt, wenn wir sie importieren. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie. Ja, Herr Amthor, im Prinzip zwei Meinungen gehört, auch für Sie als CDU-Mitglied und Mitglied des Bundestages die Frage, wird die Inflation, es ist eine Prognose, das weiß natürlich niemand, aber die Frage ist ja, wird die Inflation in den nächsten Monaten an Fahrt verlieren? Und wenn ja, was kann Ihre Partei dazu tun? Und wenn nein, haben Sie auch die Möglichkeit dazu, natürlich etwas zu sagen. Ja, also die Inflation wird vermutlich, wenn es vernünftig läuft, etwas abgedämpft, aber sie bleibt zu hoch. Denn ein Problem ist natürlich, die Inflation ist, und das hat Norbert Blüm, der CDU-Sozialminister, vor vielen Jahren mal treffend auf den Punkt gebracht, die Inflation ist der Taschendieb des kleinen Mannes. Jawohl. Gerade im Alltag spürt man das natürlich besonders doll, und deswegen müssen wir dort mit bremsenden Faktoren hineingehen.
da ist für uns zum Beispiel ganz wichtig, und das will ich Ihnen sagen, weil es mich persönlich auch wirklich sehr sorgt, die Lage der Staatsfinanzen. Ich beschäftige mich im Deutschen Bundestag ja sehr intensiv mit der Frage, wie wir auch für die Zukunft unsere Haushalte aufstellen. Und da muss ich Ihnen schon sagen, diese linke Schuldenpolitik, die wir zum Teil erleben, die eben nicht priorisiert, die nicht Prioritäten setzt, die ist ein großer Treiber der Inflation. Es gibt, und da sind sich alle Volkswirte einig, einen klaren Zusammenhang zwischen Verschuldung eines Staates und steigender Inflation. Und deswegen ist das Problem, dass wir im Moment dann so agieren, als hätten wir Geld im Überfluss. Der Bundeskanzler redet dann von Doppelwumms. Doppelmurks ist stattdessen dabei herausgekommen. Und hier wird so getan, nicht irgendwie bis zu schauen, wie weit kann man Geld einsparen, sondern immer bis zu den Verschuldungsgrenzen zu gehen. Das holt uns langfristig ein, und diese steigenden Zinsen sind natürlich auch ein Bumerang, der für den Staat zurückkommt. Denn mit unserer hohen Staatsverschuldung, und wenn man sich von der Politik der soliden Haushalte von Schäuble und anderen verabschiedet, dann wird uns das alles ganz besonders einholen, weil auch der Staat natürlich seine steigende Verschuldung mit steigenden Zinsen stärker bezahlen muss. Und deswegen muss man sagen, wer nicht noch höhere Inflation will, der braucht auch eine Politik, die auf solide Haushalte setzt, so wie das in der CDU gemacht wird. Und ich will Ihnen noch eins sagen, was wichtig ist: Wir brauchen jetzt ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft und nicht immer mehr Bürokratie, insbesondere in Brüssel, in der EU. Die machen so weiter, als wäre nichts gewesen, als gäbe es keine Energiekrise, da kommt eine Verordnung nach der nächsten. Wir sind im Deutschen Bundestag im Wochenrhythmus mit tausenden Seiten Bürokratie aus Brüssel, immer mehr Belastung für die Wirtschaft, damit sind wir konfrontiert, und das ist auch falsch. Wenn man in der jetzigen Lage schon die steigenden Rohstoffpreise hat, dann können wir nicht nur mit mehr Bürokratie die Wirtschaft belasten. Es braucht ein Belastungsmoratorium, insbesondere für die EU.